Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 8, Flotterfünfer im Wald. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 8. Heute gibt es eine kleine Geocaching-Runde bei mir daheim in Breitenfurt. Das heißt, ich bin heute unterwegs am 1. Mai. Den Feiertag muss ich natürlich nutzen. Und ich habe mir gedacht, ich mache daheim eine kleine Geocaching-Runde. Es ist jetzt gerade knapp 14 Uhr. Und wir waren heute schon ein bisschen unterwegs im nördlichen Wienerwald. Leider hat das aber nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil die Hagenbachklamm leider geschlossen ist. Wir sind dann noch weitergefahren auf die Leopold-Fiegel-Warte, wo ich ja unlängst schon mit den Schlittenhunden unterwegs war. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und da habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, noch eine kleine Geocaching-Runde einzulegen, weil da gibt es eine kleine Serie bei uns in Breitenfurt, die ich noch nicht gemacht habe. Die Serie nennt sich Ein Flotterfünfer im Wald. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Ja, und die Cache-Serie möchte ich eh schon längere Zeit machen und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme die heute in Angriff, das passt gerade gut. Das wird sich heute noch schön ausgehen. Die erste Dose habe ich auch schon gefunden und die erste Bonuszahl somit auch. Es gibt insgesamt 4 Tradis auf dieser Runde, auf dieser Strecke, in dieser Serie und dann noch einen Bonus dazu. Damit sind das dann in Summe 5 Dosen, die man da finden kann. Ich hoffe, ich werde sie auch finden. Die erste Dose hatte eine Difficulty-Wertung von 4, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, aber okay, der Owner wird seinen Grund haben, warum er das so bewertet hat. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur zweiten Dose. Bin jetzt auch gerade an den Koordinaten angekommen, werde mich jetzt auf die Suche machen und werde mich dann nachher gleich nochmal melden. Die zweite Dose ist auch gefunden. War zwar etwas längere Suche, aber eigentlich war eh gleich der erste oder zweite Verdacht eigentlich richtig. Aber ich habe das Cache-Versteck nicht gleich erkannt, aber ich habe es gefunden. Ja, das heißt auch die zweite Bonuszahl ist mir bekannt. Und jetzt geht es weiter zur Station 3. Wo ich hoffentlich die nächste Bonuszahl finden werde. Und ich liege eigentlich ganz gut in der Zeit, es ist jetzt noch nicht mal 2:30. Also es geht ganz gut voran heute. Es ist Traumwetter, strahlend blauer Himmel, gute 20 bis 25 Grad. Und durch das dichte Blätterwalddach ja, schön kühl, angenehm, schattig, super zum Gehen. Ja, die zweite Dose, vielleicht noch ganz kurz ein Wort dazu. Echt ein geniales Versteck, muss ich sagen. Also, nicht schlecht gemacht. Der einzige Wermutstropfen, was mir daran nicht ganz so gut gefällt, ist, dass ein kleiner Haken in die Baumrinde gedreht ist. Und naja, das ist halt eigentlich doch Kernzone vom Wienerwald, sprich Naturschutzgebiet. Deswegen bekommt die Dose keinen Favoritenpunkt von mir.
Ansonsten für die Idee hätte ich auf jeden Fall einen vergeben. Aber lieber Ona, es tut mir leid. Da bekommst du von mir leider keinen Favoritenpunkt dafür. Aber mal schauen, wie die nächste Dose ausschaut. Vielleicht ist die auch wieder spannend. Und vielleicht gibt es ja dort dann den Favoritenpunkt. Ja, ich bin jetzt eh gleich da bei der nächsten Dose. Habe jetzt noch gute 60 Meter. Und werde mich dann gleich wieder auf die Suche machen. Werde mich dann entweder nach erfolgreicher Suche oder nach erfolgloser Suche, je nachdem, wieder bei euch melden. Ja, auch die dritte Dose ist gefunden. Auch wenn ich kurz einen dezenten GPS-Fehler gehabt habe, eine Abweichung, eine Ungenauigkeit, wie auch immer. Aber nachdem ich ja heute mit zwei GPS-Systemen unterwegs bin, nämlich einmal das e-Trax 30 von Garmin und zum anderen mit dem Handy mit einer GPS-Maus, mit einem externen GPS-Empfänger dazu, habe ich das dann auch gefunden. Das Versteck war vom Hint her klar, worauf es rauslaufen wird. Das kenne ich schon von zwei anderen Caches hier in der Gegend bei uns. Und von dem her war dann auch ziemlich schnell klar, wonach ich suchen muss. Und es war dann auch so wie vermutet. Ja, also die Dose an sich war eigentlich ziemlich rasch gefunden, wie ich dann am richtigen Ort war. Die Koordinaten waren auch da jetzt an der dritten Station wieder sehr, sehr genau. Also das war wirklich Punktlandung, so wie bei den beiden vorhergehenden eigentlich auch schon. Da muss ich dem Ono auch mal ein großes Lob aussprechen. Und ja, ich bin jetzt schon unterwegs zur vierten Dose, zur letzten Bonuszahl. Und ja, ich bin jetzt knapp eine Stunde unterwegs, noch nicht ganz. Es geht echt gut, das gefällt mir. Die Verstecke sind gut gemacht, sind logisch, sind gut zu finden. Und trotzdem eigentlich gut versteckt für einen Nicht-Eingeweihten. Und ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Und das ist wirklich ein schöner Ausklang für den heutigen Feiertag. Und ich bin jetzt auch schon weg vom Hauptwanderweg auf einem kleinen unmarkierten Nebenweg. Und da bin ich jetzt wirklich alleine. Also da ist sonst niemand unterwegs. Ich habe auch stellenweise keinen Telefonempfang mehr, also kein Mobilfunknetz. Aber das macht gar nichts. Das ist schon okay. Und die Vögel zwitschern rundherum und es ist echt ganz interessant. Ja, da bin ich jetzt gerade wieder bei einem interessanten Naturschauspiel angekommen. Ein entwurzelter Baum, der irgendwann vom Sturm umgerissen wurde. Das Ganze da ist ja auch Kernzone vom Wienerwald, das heißt nicht bewirtschaftet, strenges Schutzgebiet. Und der Baum liegt also nach wie vor da und ist aber nicht ganz abgestorben, sondern entlang den Ästen treiben so einzelne Triebe noch heraus. Also der Baum lebt noch, obwohl er liegt. Und da sieht man halt wieder, welche Kraft eigentlich die Natur hat. Also das ist schon ganz enorm. Das beeindruckt mich wirklich immer wieder bei solchen Dingen. Und ja, ich werde jetzt auch gleich ein Foto machen davon, damit ihr seht, was ich meine. Und werde dann die letzten, ja, was sind noch zum Cache, 120 Meter ungefähr, zurücklegen. Mich dann wieder auf die Suche machen und mich dann nach der Dosensuche natürlich wieder melden und
euch eine Info darüber geben, wie es jetzt ausschaut. Da bin ich wieder. Die vierte Dose ist jetzt auch schon gefunden. War auch wieder ein sehr nett gemachtes und zum Titelthema gut passendes Versteck. Hat mir auch wieder gut gefallen. Und ja, es ist jetzt mittlerweile kurz vor 3:30. Und ich bin jetzt sogar schon unmittelbar an den Koordinaten des Finals, also des Bonus-Caches angekommen. Ich hoffe, der lässt sich jetzt wieder genauso gut finden wie die vier Dosen vorher, aber ich denke schon. Ja, ich werde mich jetzt mal wieder auf die Suche nach der Dose machen und werde mich dann nachher nochmal melden mit einem kleinen Fazit zu der Serie. Da bin ich wieder. Den Bonus habe ich jetzt auch gefunden. Dank dem Hint war das ganz, ganz einfach und ganz schnell erledigt. Habe im Bonus auch noch einen Travel Bug gesehen. Den habe ich auch noch mitgelockt. Habe ihn aber im Cache gelassen, nicht mitgenommen. Weil ich halt nie sagen kann, wann ich das nächste Mal zu einer Dose kommen, wo ich ihn wieder ablegen kann. Ja, ich habe gesagt, es gibt ein Fazit zu der Serie. Das will ich euch natürlich nicht schuldig bleiben. Also hier ist es. Es waren 5 gut durchdachte Stationen. Es waren wirklich nette Dosen, gute Ideen dabei, gut gemacht. Wie gesagt, das einzige Manko aus meiner Sicht ist eigentlich, dass ja, in die Baumrinden teilweise kleine Haken hinein gedreht worden sind. Das wäre vielleicht in einem Naturschutzgebiet wie in der Kernzone vom Biosphärenpark nicht unbedingt notwendig, aber ich denke, dass das auch etwas ist, was die Bäume, wenn sie gesund sind, doch auch durchaus verkraften können, solange das keine Kupfermaterialien sind, die da zum Einsatz kommen. Und das ist es nicht, weil das sind Stahlhaken gewesen, also das ist von dem her, denke ich, vertretbar. Da wäre dann der Aufwand für die Dosen wahrscheinlich doch erheblich größer gewesen. Von dem her denke ich, geht das soweit auch eigentlich in Ordnung. Ja, ansonsten war das Ganze ein wirklich schöner Nachmittagsausflug, war eine schöne Tour. Ich werde jetzt auf dem gleichen Weg, auf dem ich gekommen bin, zurückgehen, weil die Runde, die ich zwar machen könnte, wird mir aber einfach zu lang. Das will ich jetzt heute nicht mehr gehen. Ich werde mich jetzt auf alle Fälle für heute mal von euch verabschieden. Jetzt den Weg nach Hause in Angriff nehmen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, schaut, dass rauskommt. Euer Chris.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at